Mit diesen Windgeräuschen ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alter sagt, zockt alte Games. Ja, wir machen weiter bei Outcast 1.1. Und wie versprochen, habe ich die Ausbildung abgeschlossen, oder besser gesagt, die Tests bestanden. Ja, und Papa Dingsbums hat mir hier das Tor geöffnet. Da waren wir ja schon mal, also juhu! Hinein ins Vergnügen. So, ich glaube, ich gehe noch einmal ganz kurz in die Optionen, weil der Sound ist echt hart. Aber ich weiß nicht genau, wo der liegt. Musik können wir ruhig mal ein bisschen lauter machen. Ambient auch ein bisschen. SFX lassen wir mal so, wie es... Na, auch ein bisschen so. Ich hoffe, dieses blöde Geräusch... Naja, ist nicht gar zu... Arg. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, also man kann rauszoomen, man kann reinzoomen. Das über das digitale Steuerkreuz. Beim Tauchen hat man sogar oben rechts so eine Luftanzeige, weil ich bin schon einmal ertrunken und war dann am Fluchen. Oh, wo ist denn hier eine Luftanzeige? Man hat sie. Nun gut, wir müssen mit diesem Kerlchen quatschen. Schaut mal, man kann hier reinzoomen. Habe ich die Waffe gezogen? Das muss ja nicht sein. Bis zur Ego-Perspektive kann man sich annähern. Aber wir wollen ja ein bisschen von der Umgebung sehen. Also, zack. Sei gegrüßt. Ah, ich sehe, es geht dir besser, Ulukai. Das kann man wohl sagen. Ja. Dann willst du sicher zu Shamas Zepp und dich in den Regionen auf die Suche nach den Mons begeben. Du solltest jedoch wissen, dass die Krieger in allen Regionen nach dir Ausschau halten. Ich schlage vor, du bleibst hier in Shamazar, bis du dich sicher genug fühlst, in die anderen Regionen zu reisen. Dir ist natürlich freigestellt, dorthin zu gehen, wann immer du willst. Danke für den Hinweis. Es ist mir eine Ehre, dir zu helfen, Ulukai. Aber da ist noch etwas. Einige der Okas führen direkt in die Lager der Krieger. Es wäre also klug, nur die der Okas zu benutzen, von denen du weißt, dass sie an weniger gefährliche Orte führen. Ich werde dran denken. Aber dann ganz will im ich Ernst. Dich nicht länger aufhalten, ich glaube, wir machen den Sound nochmal ein bisschen leiser. Dorf westlich von hier auf dich. Wenn du willst, bringe ich dich dorthin. Ah ja, wir folgen ihm. Das ist nett. Du würdest mich hinführen? Ja, wenn du es möchtest. Sicher, ein wenig Gesellschaft kann nie schaden. Ja, ich werde dir unterwegs einiges zeigen. Bitte folge mir, Ulukai. Sofort. Wir gehen nochmal ganz schnell hier hinein. Zack. 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 So. Weil das war mir doch alles jetzt ganz schön krass laut. Komm, ich folge dir. Und zeig mir mal ein paar Sachen. Oh ja, du zeigst mir die bösen Spinnen da unten. Heidanei, heidanei, heidanei. Ja. Also es hat wirklich einen wunderbaren Charme, dieses Spiel. Allein diese Synchronisations-Dinger, Witze in der Sprache und... Ah. Oder soll ich eher sagen, Sprachwitz und Synchronisation sind wirklich erste Sahne? Gut, wir können keine hochauflösenden Texturen erwarten. Na gut, erwarten können wir die schon, aber bekommen tun wir sie nicht. Ob der uns was erzählt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil wir hören ja sogar recht leise... Das Gelaber unseres Hut oder was auch immer. HEV. Aha. Zwei Tore. Okay. Wo bringt er mich hin? Nördlich von hier liegt der Fee-Tempel, wo viele von Kroaks Kriegern stationiert sind. Es ist besser, ihn zu meiden, Ulukai. Scheint ein guter Rat zu sein. Der Fee-Tempel ist einer der vier Tempel in dieser Region. Die anderen drei sind kleiner und befinden sich nordöstlich von ihm. Wir müssen jetzt weiter. Nun gut. Dann lauf mal. Ja, ich bin da. Ah.
Das ist nett von ihm. Wir werden wohl bestimmt da hinten zu diesem Dorf hüppeln. Weil laufen kann man das ja nicht nennen, was die hier veranstalten. Ja, mehr ein Hüppeln. Oh, durch die Reisfelder. Hallo Reisbauer. Hallo, ihr lieben Reisbauern. Ah, ein bisschen näher wäre schon wieder besser. Das ist schon lustig gelöst. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber lustig gelöst. Ja, wir sind da, Ulukai. Ah. Das Dorf liegt gleich westlich von hier. Ich hoffe, Shamas Zepp kann dir weiterhelfen. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, mein Freund. Danke für deine Führung. Es war mir eine Ehre, Ulukai. Warte, ich will dir noch etwas sagen, bevor ich gehe. Dann leg los. Fast alle Regionen auf Adelpha beliefern Ferans Krieger. Du solltest versuchen, diese Lieferungen zu stoppen, wenn du kannst. Ich bin sicher, dass du die Krieger auf diese Weise nach und nach schwächen kannst. Ich werde es versuchen, danke. Okay. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Die Jods werden wohl mit mir sein, hoffe ich mal. Na, schau her, es gibt Reittiere. Ja, cool. Das ist doch feist. Oh, da hinten sind... böse Buben, nenne ich sie mal. Steine geortet. Zack, 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 zack. So hüppeln wir mal noch ein bisschen weiter. Bevor wir uns eine Plötze zulegen. Was ist denn da? Ein Schlüssel. Der ist aber klein. Ja, nur die Frage, wofür? Der hier? Kann man den verwenden? Der hier in diesem Material? Schlüssel. Oh, was hat er? Hat er jetzt aufgeschlossen oder was? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Heidanei. Hier liegt er denn doch ein wenig rum. Ja, da waren sie schon immer beim alten Tomb Raider-Teil am Meckern über die Kameraführung. Die ist hier auch nicht besser. Zack, 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 zack. So, jetzt mal eine andere Frage. Kann man das hier auch kaputt machen? Wusch, wusch. Rauszoomen kann man hier nicht mehr groß. Dann nehmen wir nochmal kurz die Knarre. Schauen wir mal. Oh, wo zielt er denn hin? Hilfe. Kollege. Ja, so. Zack. Oh, ich kann schießen. Oh. Ich bin ja so super. So, wegstecken das Ding. Und dann schauen wir uns mal eben in diesem Dorf hier um. Ahaha, hoho, wenn der... Ei, bin ich ein bisschen... Aha. Bin ich aber ein bisschen weit rausgesucht. Hallo, Bauer. Aha. Aha, man kann also auch erfragen, wo wer ist. Das ist natürlich nett. So, wir gehen da aber jetzt erstmal wieder raus, weil wir wollen ja eigentlich nichts von ihm. Hui, zack. Sammeln wir halt noch ein wenig weiter. Da hinten, das scheint... Ah, das könnte so ein Obermatz sein. Je mehr Klamotten, desto motziger. So, was ist mit dir? Hast du mal eine Sekunde? Wie geht es dir? Endlich ist der Ulukai gekommen. Mein Vater wäre sehr stolz, mich mit dir zusammenzusehen. Wirklich? Ja, Ulukai. Wie ich war er ein Fühler. Ich heiße Klart und würde mich freuen, dir zu helfen. Heftig, heftig. Kannst du mir sagen, was genau ein Fühler ist? Wir sind Elu-Etalaner, die einfache Gegenstände nachbauen können, sobald wir sie mit unserem Phantasma untersucht haben. Aber wir arbeiten schon seit Tausenden von Monden für Feran und stellen Waffen für seine Krieger her. Ich hoffe, ihr macht das nicht freiwillig. Nein, nicht freiwillig, Ulukai. Um es dir zu beweisen, möchte ich dir im Namen aller Fühler unsere Hilfe anbieten. Du brauchst uns nur einige deiner heiligen Gegenstände zu zeigen, die deine Waffen mit Energie versorgen, und wir werden versuchen, sie für dich nachzubauen. Ja. Woher wisst ihr von ihnen? Alle Talaner kennen diese Gegenstände, Ulukai. Wir haben sie studiert und herausgefunden, dass wir einige davon mit Materialien von Adelpha nachbauen können. Wenn du mehr über uns Fühler wissen willst, solltest du dich in Okriana mit Yun unterhalten. Kannst du mir ein paar Waffen anfertigen? Tut mir leid, Ulukai. Die Waffen, die ich herstellen kann,
werden mit dem Phantasma der Fetalaner betrieben. Du scheinst dieses Phantasma nicht zu besitzen und kannst diese Waffen deshalb nicht benutzen. Okay. Aber ich wünschte, ich könnte es für dich tun. Hahaha, Info Waffenenergie. Was brauchst du, um Waffenenergie für mich herzustellen? Du musst mir nur ein Muster der Waffenenergie bringen, die du brauchst. Die anderen Fühler und ich werden dann wissen, welche Materialien nötig sind, um sie herzustellen. Okay, stellst du her. AKP 12. Uzza? Was ist denn Uzza? Ja, komm, mach mal Uzza. Kannst du das hier nachbauen? Ja, so etwas habe ich schon einmal gesehen, Ulukai. Bring mir diese Sachen, dann kann ich einen Behälter mit Energie herstellen. Fein. Eine Muschel, ein grünes Helidium und einmal Metall. Das ist ja wie, ne? Stellst du her, dies anfertigen mehr. Aber das ist fein. Da kann man hier zu Schmieden gehen quasi. Ja, das ist ein Schmied, oder? Ja, das ist ein Schmied. Und dann kann man sich da so die Sachen herstellen lassen. Beste Sache. Schauen wir uns ein bisschen weiter um. Ja, da hinten traue ich mich jetzt nicht dran. Denn ich glaube, wir haben nur recht minderwertige Bewaffnung. Da, die Uzza haben wir noch gar nicht. Wir haben nur die HKP 12, aktuelle Stufe 0. Verfügbare Stufe 0. Aber wir scheinen 310 Schuss dafür zu haben. Das ist ja schon mal nicht wenig. Aber wir haben ja eben auch schon Tausende, Hunderttausende von Spinnen gesehen. Von daher werden wir auch Hunderttausende von Schüssen brauchen. Ne? Nix. Pushen wir mal weiter. Aha. Oh. Eine riesen Mario-Kiste. Können wir aber nichts mitmachen. Also im Moment noch nichts mitmachen. Naja. Schauen wir uns noch ein wenig um. Aber nicht, dass ich jetzt gleich wirklich direkt kämpfen muss wegen diesen... Stabile organische Energie gerottet. Das ist nett. So. Laufen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend, schauen uns ein bisschen um. Fallen den Spinnen zum Opfer. Ah, Vegetation. Können wir auch sammeln. Ich dachte schon, ich trete da jetzt drauf und schwupps, weggefressen bin ich. Ja, üben wir doch mal ein bisschen. Zack. Also was wie Auto-Aiming hat er wohl anscheinend nicht so ganz. Aber das macht uns gar nichts. Vielleicht können wir auch den Spinnen einfach so entkommen, ohne dass die da... Ich meine, die sind ja jetzt nicht aktiv unterwegs, oder? Aber doch, die findet das jetzt schon ganz interessant, wer wir sind. Und möchte uns kennenlernen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ist das kleine rote Ding da jetzt der Rest meiner Lebensanzeige? Gut, ab ins Dorf. Ich hoffe, hier wird mir keiner was tun. Wo habe ich eben diesen... Oh, oh, die Musik hört sich aber ganz anders an. Wo habe ich eben diesen Vollbekleideten gesehen? Da! Oh, das ist... Ich habe eine Frage. Hallo. Oh, die Jods haben dich aus deinem Schlaf erweckt. Das freut mich. Danke. Aber jetzt zu diesem Mon. Auf diesen Mond habe ich schon gewartet, seit ich ein kleiner Talaner war. Endlich den Ulukai zu treffen. Sehr schön. Aber das Mon... Oh ja, ja, das Mon. Ich fürchte, ich muss dir etwas gestehen. Das bedeutet schlechte Neuigkeiten, nicht wahr? Ja, Ulukai. Ich weiß nicht, wo das Mon ist. Bitte verzeih mir, aber mein Vorgänger wurde umgekehrt, bevor er mich über das Geheimnis des Mons aufklären konnte. Schon gut. So wie dieser Tag heute angefangen hat, war auch nichts anderes zu erwarten. Warte. Ein Talaner namens Narn hat in den vergangenen Monden ebenfalls nach dem Mon gesucht. Sein Freund wurde von Kroax umgekehrt. Da er die Geschichten glaubt, dass das Mon eine mächtige Waffe der Jods sei, versucht er es zu finden. Mit Erfolg. Auch da versage ich, Ulukai. Ich weiß es nicht, denn ich habe ihn seit dem letzten Mond nicht mehr gesehen. Aber ich muss ihn finden und das Feuer in seinem Phantasma löschen, bevor er Kroax umkehrt. Hört sich aber an, als könnte Kroax ruhig umgekehrt werden. Nein, nein, Ulukai. Das Phantasma leidet, wenn ein Talaner einen anderen Talaner umkehrt. Oh, oh. Heile mich. Aha, ich wusste es doch. Kannst du mich heilen? Natürlich, Ulukai.
Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf dich auf. So. Hat der mich jetzt geheilt? Nee, da kommt gerade die Heilung, oder? Ja. Was verändert sich jetzt an dem Balken bei mir? Heil mich, los. Aha. Feeling good Errungenschaft. Aha. Der ist jetzt wieder ganz grün. Das ist schön. Ganz grün ist immer schön. Ich könnte zwar jetzt noch lange mit ihm reden, mache ich aber nicht. Ah, hier müsste eigentlich auch jemand sein, der diese Viecher hier verkauft und hütet. Ah, was bist du für einer? Ich habe eine Frage. Hallo? Sei gegrüßt, Ululo. Wie geht Ululo. Es dir diesen Mond? Ja. Das heißt Ulukai, oder? Hab ich doch gesagt, oder? Na gut. Ma weiß, was er sagt. Ma ist Stammesführer aller Shamasar. Oh ja, na dann, dann machen wir Ritzi. Was kannst du mir über das Risi in dieser Gegend erzählen? Das ganze Risi bekommen die Krieger. Wir behalten etwas für uns, aber Freund Quack sagt, dass zu viel Risi-Arbeiter langsam macht. Ich schätze mal, das betrifft nicht die Krieger, oder? Was? Vergiss es. Wenn die Krieger nicht jeden Mond Risi von uns bekommen, wird Freund Quacks böse und die Krieger schwach. Das ist doch gut. Das kann ich nicht zulassen. Doch. Wir brauchen die Krieger zum Schutz. Nein. Schutz wovor? Vor irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Was kannst du mir über Shamasar sagen? Shamasar ist die beste aller Regionen von Adelpha, weil Ma hier die Verantwortung hat. Und wer hat gesagt, dass du hier zuständig bist? Quax. Ich denke immer, dass Quax ein gemeiner Talaner war. Aber er mich einen Mond besucht und mich gefragt, ob ich nicht alle Shamasar anführen möchte. Also mache ich das. Er ist gut, oder? Ich weiß nicht. Ich frage mich, warum er dich gewählt hat. Weil Ma der Klügste von allen ist, Ulubi. Na klar, das muss der Grund sein. Sagt auch, dass ich, wie sagt er noch gleich, nicht in der Lage sei, einen Aufstand zu machen, was das auch immer sein soll. Klingt nach der ausgebufften Denkweise, die schon andere Fanatiker angewendet haben. Also, was machst du so? Ich zähle das Risi und sage Freund Quax, wie viele Arbeiter ihre Arbeit mit dem Risi zum Ende des Mondes nicht geschafft haben. Und was passiert mit diesen Arbeitern? Ich denke, sie holen sie, um mit ihnen irgendwo zu reden oder so. Sie kommen nie zurück, müssen also eine andere Arbeit bekommen haben. Ja. Ja, die schauen sich wahrscheinlich die Radieschen von unten an. Glaubst du, dass es eine gute Arbeit ist? Vielleicht sollte ich es auch einmal versuchen. Aber sicher, mach das. Gib mir doch bitte noch Info über Krieger. Gibt es irgendetwas Nützliches, das du mir über die Krieger sagen könntest? Sie beschützen uns vor irgendwas. Wovor? Ich weiß es nicht, aber egal was, sie brauchen jede Menge Risi, um es zu tun. Wenn sie kein Risi bekommen, werden sie sehr schwach. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Ressourcenbericht oder Risi stoppen? Erstmal den Ressourcenbericht, ja? Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Krieger sind stark. Ich mag keine starken Krieger. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Die Waffen der Krieger sind sehr gut. Wie steht es um die Moral der Krieger? Was ist Moral? Naja, dann lass mal knacken hier. Mar, gibt es irgendeinen Weg, dich dazu zu bringen, die Risi-Produktionen zu stoppen? Nein, ich glaube nicht, dass andere Talaner ihrem Stammesführer Mar dazu folgen werden. Warum nicht? Warum? Alle flüstern davon, dass sie den Phantasmastein wieder an seinem Platz sehen wollen. Ich habe Stein noch nie gesehen. Ma möchte schönen Stein auch sehen. Na sicher. Info, was? Phantasmastein? Wer kann mir etwas über diesen Phantasmastein sagen? Sprich mit Theo darüber. Ja, werden wir machen.
Dann war's das. Danke, schlauster aller Arbeiter. Die Hüpfelis? Ja, es ist... Na gut, wir quatschen jetzt mit ihm nochmal. Schlüssel geortet. Basenga, damit haben wir jetzt noch einen Schlüssel. Vielleicht kriegen wir damit die Riesentruhe auf. Mein Ansehen, Info Phantasma. Na, Hinda. Hinda, Muhinda Suresh. Zack. Erzähl mir mehr über das Phantasma. Nun ja, ich weiß nur sehr wenig darüber, aber die Grundlagen sind einfach. Es gibt vier Phantasmen. Ka, Fe, Elue und Ganda. Jedes ist mit anderen Aspekten des Lebens verbunden. Du solltest Shamas Masum im Elue-Tempel nach Einzelheiten fragen. Ich habe gerade erst mit meinen Studien begonnen und ich fürchte, ich muss noch viel lernen. Heftig. Umkehren, Naam. Naam? Die sind doch von Babylon 5, die Naam. Und Phantasma. Ja, meine Güte. Ich müsste also hier diesen Phantasma-Stein finden, um dann den Typen dazu zu bewegen, die Risi-Produktion einzustellen. Denke ich mal. Bist du der letzte Typ? Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin froh, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Salinas. Wie kann ich dir helfen? Aha. Was sind das für Kreaturen da in dem Gehege? Die? Das sind meine Freunde. Sie heißen Twon Ha. Twon Ha. Mhm. Was weißt du über diese Tonka? Twon Ha, Ulukai. Tonka. Gesundheit. Nein, Twon Ha. Sie sind die freundlichsten Wesen auf ganz Adelpha. Ach, wirklich? Ja, ich ziehe ihre Gesellschaft der von anderen Talanern vor. Ich verstehe die Twon Ha auch deutlich besser. Und wozu sind sie gut? Bevor Feran hierher kam, konnten wir die Twon Ha in freier Wildbahn halten. Doch jetzt lässt Feran sie härter als alle Talaner arbeiten. Ich finde das sehr beunruhigend. Wenn das so ist, warum arbeitest du dann mit ihnen? Damit sich jemand in diesen Monden des Leides um sie kümmert. Sie brauchen viel Liebe und Geborgenheit. Es ist harte Arbeit für sie, das Risi zu den Arbeitern zu bringen. Du hast echt was für diese Twon Ha übrig, oder? Ja, das ist ein echter Twon Ha-Liebhaber. Wie reitet man denn so ein Twon Ha? Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass es von einem Talaner geritten wird. Das ist so gemein. Stell dir einfach vor, es würde es mögen. Wie würde das gehen? Es ist wirklich leicht, weil sie so liebe, nette Kreaturen sind. Du musst dich ihm einfach von der linken Seite mit dem Gui in der Hand nähern. Dann kannst du es besteigen. Das mit dem Besteigen gefällt mir nicht. Was? Vergiss es. Und wenn ich nicht darauf reite? Es wird sich ein Fleckchen Land suchen, um zu fressen oder ans Wasser gehen und trinken. Wenn es aber ein lautes Geräusch hört, während du nicht auf ihm reitest, wird es das Weite suchen. Verstanden. Wenn du es längere Zeit nicht wiederfindest, Ulukai, sieh einfach mal hier nach. Meistens kommen sie nach Hause. Sind sie nicht die schönsten Wesen, die du in deinem ganzen Leben je gesehen hast? Auf jeden Fall. Oh ja, die allerschönsten. Ja, Info zum Gui einholen. Erzähl mir mehr über dieses Gui. Oh, das Gui ist ein Stück Stoff, das man mit dem Schweiß der Mutter trinkt. Schweiß? Ist ja widerlich. Aber nein, es ist doch ganz einfach. Wenn ein Twon Ha den Schweiß riecht, gehorcht es fast aufs Wort. Hohohoho, Twon Ha kaufen? Nee. Wir haben eh noch keine Ressourcen, um Twon Ha zu unterhalten. Unterhalten. Warum hänge ich denn jetzt hier? Hä? Metall geortet. Ja, wäre mir lieber, wenn du die Kiste orten würdest. Wo hatte ich sie? Da war der Schreinermeister. aha, Medikit. Medizinische Ausrüstung geortet. Nochmal. Also, dann war ich ja hier noch nicht so toll. Apropos toll. Aua. Wenn wir jetzt
die Kiste gefunden haben. Ich hoffentlich schaffe ohne... Da hinten ist sie. Schaffe ohne kaputt zu gehen. Den Feinden in die Hände zu fallen. Dann mal eben das Gamsaf benutzen. Das wäre cool. Von welcher Seite schließt man die auf? Das ist wieder eine gute Frage. Zack. Türschlüssel, Muschel, Kristall, Metall, unbekannte F-Link, F-Link. Also Türschlüssel. Türschlüssel. Damit werden wir ja wohl keine Kiste aufschließen können, ne? Nee, von hier nicht und von da nicht. Gut. Dann stecken wir den wieder weg. Geht nicht. Doch, geht. Ah. Alles über das Digipad. Gut, rein theoretisch wäre es natürlich schön, sich da mal durch dieses Tor zu bewegen, aber da sind böse Jungs. Ja. Fiese, böse, böse, fiese. Stapf, stapf, stapf. Nun gut, dann machen wir hier einen Gamsaf. Da ist es. Ah, ich bräuchte eigentlich nur F2 drücken. Und das Speichern. Nehmen wir Slot 2, falls ich mal wieder denke, ich müsste neu aufnehmen. Zack. Damit wäre es gespeichert. Wunderbar. Damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Und auch für euch gilt, schaltet mal wieder ab.